hallo, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS15. Wir sind wieder zurück auf unserer Südhimmer Map und mit mir am Start wieder unser Virus von 9. Hallo, Virus. Ja, hallo. Ja, mit mir immer größer werdender Zahl von Feldern wird das Ganze immer ein bisschen arg stressiger hier. Ja, vor allem mehr Maschinen oder er hat eben nicht genug Maschinen. Ich habe ja mal noch, weiß ich letztendlich Stroh einsammeln und alles noch für unsere Viecher und so weiter. Also, was mir nie passiert ist, Nee. Dass mir der Sprit ausgegangen ist irgendwie. Na toll, jetzt, was macht denn jetzt der Dackel da? Ich glaube, du hast immer unser Sprit aufgefüllt oder es ging bis jetzt wirklich noch nicht wirklich aus. Nein, ich habe schon 2-3 Mal tankt. Okay. So, jetzt habe ich gerade ein Durcheinander. Wo ist unser Hof? Nicht da. Feuerwehr! Ist die Feuerwehr im Dorf? Also die Sämaschine brauche ich auch dringend, weil wir hier haben die 18 Meter von einem Singleplayer-Projekt. Für die größeren Felder dann. Also hast du auch eigentlich aber noch nicht gekauft? Ne, ich habe sie noch eine Motor drin. Also. Aber die muss ich noch nicht schmeißen. Ich habe mit 6 Meter Sämaschine, das Feld, bin glaube 6 Meter Sämaschine, das fällt mir sehr mit 6 oder 8 Hektar. Okay. Das ist, hier, das ist so von der Fläche her, ja, 6 Mal so groß wie hier Feld 14. Da rutscht ihn natürlich dann. Du kannst dir das in etwa vorstellen, dass du, obwohl der eigentlich recht fix unterwegs ist, wie gesagt, dein Crossplay funktioniert eigentlich recht gut. Du stehst wahrscheinlich verzweifeln. Noch Sonnenblumen sind auch schon wieder, der ist auch schon wieder voll davon getrocknet. Könntest du mal kurz Sonnenblumen abtanken, bitte? Ja, kann ich kurz. Und wenn du den dann eh brauchst, bei der Bäckerei vielleicht, dann kann man es doch vielleicht gleich den ganzen Hänger voll abladen. Dann. Kann ich gleich nachher sagen, wenn ich da hochfahre. Genau. Weil das ist eh gerade das letzte Sonnenblumenfeld, das wir haben. Die anderen zwei haben wir schon abgeerntet. Oh, bremst du auch, Kerli. So. Ah ja, ich habe gehört, Ende diesem Monat oder Mitte Monat kommt der Landwirt 16 raus. Ne? Weiß ich nicht. Ich dachte, das hast du doch mal gespielt oder. Nee, oder Landwirtschaft Profi oder irgend sowas. Farmexperte, ja, das ist aber quasi was ein bisschen Abklatsch vom Landwirt irgendwie, aber so wie ich mich gekriegt habe, aber ich würde man definitiv nicht holen. Weil ich so enttäuscht war vom anderen und. Ah ja, okay. Nee. Aber was rauskommt, Ende Oktober kommt der LS15 Gold Edition raus mit der neuen Map. Ist drauf, die angelehnt ist in Ostblock, Ost-Russland, Polen. Haben wir entsprechend nochmal neue Traktoren und Maschinen. Ein paar. Und auch mit riesen Feldern und so weiter. Okay. Ich bin mir überlegen, ob ich mal holen soll oder nicht. Meinst du, das ist eigentlich das ganze Spiel nochmal? Mit Zusatz, ja, nee, es gibt da, du brauchst nicht, wenn du das Spiel schaust, brauchst du nicht das ganze Spiel haben, dann gibt es das auch als Okay. Quasi. Ah, kannst du so Erweiterung spielen? Ja, ich glaube 14,95 oder so. Ah, ich habe gedacht, du musst das ganze Spiel nochmal kaufen. Das ist neu. Aber das wäre nochmal schämer. Ja, dann hätte ich gesagt, sagen wollen, gibt es nicht die Map alleine oder so? Nee, es gibt das Addon auch selber. Ja gut, dann ist was anderes. 20. Oktober oder sowas. Aber die Frage ist mir das 15 Euro wert? Ja klar. Für eine Map, wo es auf Motorstor wahrscheinlich, ich weiß auch nicht. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen. Aber es gibt da so viele coole Maps mittlerweile wieder. Und na, ich weiß es nicht. Ich bin echt unschlüssig. Ich bin echt nur unschlüssig, aber wenn ich sie kaufe, musst du auch kaufen. Naja, fragt sich dann. Hm? Fragt sich dann im Endeffekt dann. Ja, nee, sonst können wir nicht miteinander spielen. Ja, die Frage ist halt, ob ich ja schon mit aufhören möchte halt. Mit was? Ja, bei zwei Maps müssen wir nicht miteinander spielen.
zeitgleich. Neu, aber ich weiß nicht, wie das. Ich glaube nicht, dass die normale Version mit der Goldversion kompatibel ist. Das weiß ich nicht. Ach so, das meinst du jetzt? Oder ist es nur wegen der. Ich weiß es nicht, weil das eine Standard-Erweiterung ist. Keine Ahnung. Nö, also ich denke, das ist, müsste eigentlich kein Problem sein. Was ist beim Server stellen, ist es dann entsprechend. Weißt du, was dann halt ja, andere. Ja, den Ersteller kann ich Mods auswählen, aber das Standard-Fahrzeug und 6 sind ja sowieso mit drin. Und in dem Fall ist natürlich halt Standard, die neue Fahrzeuge sind ja auch mit drin als Standard. Also, also eigentlich, also ich denke, du wirst das Spiel entsprechend starten können, wahrscheinlich gibt es zwei Möglichkeiten. Also bei mir wäre es kein Problem, über Steam, da kann man auswählen, welche Version man starten möchte. Bei dir weiß ich natürlich, wie es dann aussieht. Weißt du nicht, ich weiß auch nicht, die haben 13er gab es auch das Add-on und das. Ja. Aber ich habe das nie gehabt. Okay. Und boah, ich habe mich total verfahren. Theoretisch müsste es eigentlich funktionieren. Ja, ist das, wo bist denn du? Ja, ich bin zu weit rechts gewesen und jetzt bin ich gefahren. Gleich zur Brauerei. Okay, dann muss ich der nächste wieder links. Ja. Ich hab das Dach oben hier eigentlich. Links abbiegen. Mach mal den Navi. So, Stroh lage ich mal ein, weil das brauchen wir wahrscheinlich unten bei den Viechern sowieso wieder. Nächstes Mal Ladewagen ist hochfahren zum Strohsammler. Oh, was ist jetzt? Oh, so, und jetzt er ist sind wir wieder zurück. Und so wie was ist auch wieder da. Genau. Nachdem wir den kleinen Crash. Ich habe die Zeit immer genutzt und habe noch ein bisschen was eingekauft, solange ich jetzt Geld habe gerade. Ah, kein Wunder, hat sich gleich wieder schon ausgenutzt, mein Geld verprasst. Unglaublich. Nee, für 4.500. Ja, da ich eh kein Geld mehr habe, ist das eh schon alles. Ja, das wollte ich jetzt annehmen für die 10 Minuten noch. Ja, okay. Nee, ich habe jetzt einen Hochdruckreiniger gekauft noch, weil ich keine Maschine immer so dreckig da halt einstelle. Aha, okay. Ich muss ein bisschen Maschinenpflege auch betreiben hier. Aber wir haben doch schon mal einen gekauft irgendwo. Ja, aber jetzt habe ich zur BDB auch nochmal einen angestellt. Ach so, okay. Weil der Gruber sieht aus wie ein Zau. Ja, nicht nur der Gruber. Ich habe gewisse LKWs gesehen, die sehen noch schlimmer aus. Ja, beim Hof steht ein Hochdruckreiniger. Ja. Du weißt auch, wie der funktioniert. Nee, weiß ich nicht, da mache ich es nicht. Das war klar, dass du jetzt neu sagst. Wieso war das jetzt klar? Wenn ich ja sage, dann habe ich keine Ausrede, oder? Unglaublich. Ja, klar. Gewusst wie. Unglaublich. So, reicht es so? Ja, reicht. Gut sauber, sehr schön. So. Die könnten wir fast wieder als neu verkaufen jetzt. Ach, du sitzt drin, ich dachte gerade, warum ist mein Mende da drin? Nee, ich such gerade meinen Gerstentransport, mit dem ich unterwegs war. Ach so. Ah, da ist er. Okay, weil ich bin nämlich genau noch dran vorbeigefahren. Nee, der ist wahrscheinlich ausgerollt, wahrscheinlich. Hängst wahrscheinlich schon, ja. Ja, ich stehe genau vor dem Eingang, nur dahinter. Ach so, bei der Bäckerei? Ja, ja. Die Brauerei. Brauerei, genau. Brauerei. So, jetzt kann ich die Zeit wieder laufen lassen, habe ich kurz gestoppt, weil ein bisschen Zeit natürlich lief, obwohl nichts mehr war. Oh, Moment kurz. Du musst ja mit dem Arsch wieder voll. Okay. Du bist abgestürzt, oder wie? Nee. Jetzt klingt dann gleich der Postbote. Ja, ist schon noch. Einfach eine schlechte Zeit. Ja, eindeutig. Da kommt immer irgendjemand und will was von dir oder stürzt das Spiel ab, oder? Ist so, bin gleich wieder. Alles klar. Na gut, müsst ihr alles noch eine kleine Runde mit mir nur vorlieb nehmen. Ich denke, der wird aber auch recht schnell wiederkommen. So, sehen wir das andere Fall noch fix an. Da wird ein bisschen geschlampt, warum auch immer, na gut. Hätten wir jetzt noch sehen können, aber muss man, das ist die Frage. Ich denke nicht. Reicht trotzdem. Nein, da sieht man, je mehr Felder haben, umso stressiger wird es halt einfach auch. Und ich hoffe echt, dass Crossplay bald als Multiplayer tauglich rauskommt.
Das wird doch einiges erleichtern. Bin halt so sagen, also Farbe echt alles automatisch machen lassen. Könntest doch einiges in Stress sparen, auch mit Abtanken und so weiter. Ihr habt es bei mir im Singleplayer-Projekt, was alles möglich mit Gas können und wirklich noch nicht alles nutzt. Auch wenn ich mich nicht wirklich gut auskenne, aber soweit. Mittlerweile bin ich doch so weit, dass ich. Das ist ja gut, das kennt man ja hier nicht, dass es. Na, jetzt auch jetzt selber weiter, sehr schön. So. Und eine kleine Streife, der nicht gedüngt ist hier. Der war. Wir waren schon ein Meter schon. Dafür aber okay. Der ist auch noch voll. So, mit dem wollte ich unsere Schuhe einsammeln, dass wir. Und die beiden Viecher auch wieder haben. Nächste Folge, wenn man alles abgeändert ist hier, dann müssen wir bringen wir auch unsere Viecher wieder. Genau. Na, da ist er wieder. Hi. Genau, wieder zurück. Und? War sogar noch Fehlalarm. Achso, gibt's beim Postboot auch Fehler. Ne, das Problem ist, es hat schon geklingelt, aber ich die Tür zu hat beim Zimmer, wo sie hier bei mir war, beim Nachbar. Okay. Und ich dachte dann, wenn ich jetzt durch die Tür. Also, wenn es beim Nachbar klingelt, höre ich das nicht. Doch, ich bei uns eben schon. Also, gut, du wohnst in der Wohnung, oder wie? Ja, genau. Okay, ja, gut. Ich dachte, der hat jetzt ein großes Geschenk braucht oder sowas. Oh nee. Oh nee. Was ist? Ja, jetzt habe ich noch 30% drin. Und was hast du jetzt gemacht? Noch gar nichts bis jetzt. Wie jetzt ein 30%? Verstehe ich nicht. Ich konnte nicht alles ausleeren bei der Brauerei. Ja, das macht er nicht, dann fahr doch zur Bäckerei. Mach jetzt auch. Ich brauche auch gar nicht. Ja, man sieht einen Fahrer vorne am Horizont. Bäckerei Bachmeier, okay. Das wirst glaube ich Sonnenblumen auch wegfahren, weil da steht im Weg. Ah ja, okay, du hast recht. Wie sieht es bei Sonnenblumen aus bei der Bäckerei? 81% noch. Na, dann können wir es auch einlagern. Ja. Weizen hat es nicht mehr so viel. 125. Ja. Weizen kannst du echt? Beides. Weizen geht zu Sonnenblumen Wasser. Okay. Na gut, Weizen könnte ich ja vielleicht nochmal nachfahren, wenn du willst. Weizen haben wir auch noch jede Menge im Lager. Ja, ich fahre jetzt mal zuerst mal Brot weg. Dann komme ich vielleicht aus der Folge raus, ohne Minusbetrag auf dem Konto zu haben. Ja, ja, ist gut. Ich hab das schon verstanden. Okay, Brot geht. Kann ich jetzt gerade abladen und abtanken? Ich hab das schon verstanden, den Wink. Derzeit kann ich ja schon mal schauen, wie ich es fahre dann gleich. Ich höre das durchaus auch, wenn es zwischen den Zähnen gesagt wird. Okay, 5-7. Da wo ist jetzt unser anderer Abtanker hier. Okay, Biergarten, wie wir meisten. Oh, das gibt aber schön Geld dann, über 100.000 gibt das. Okay. 150.000. Echt, der Hänger voll? Noch nicht ganz. Ja, das wird 200.000 wird das geben. Cool. Ja, bis 210.000 circa. 76% voll. Ah, doch klar. Ja, dann fahre ich das jetzt zurück und dann beim Zurückfahren vom Hänger zum Abstellen tue ich dann gleich. Mit, ja. Genau. So, ich hau die mal ins Lager. Vielleicht kommt ja irgendwann mal wieder große Nachfrage. Weil wir es wirklich echt auch schon lange nicht mehr gehabt haben. Ja, Dünger war glaube ich vorhin mal kurz irgendwas.
Was Dünger? Aktion von Dünger, ja, irgendwie. Das war eine Aktion. Gleich als wir gestartet hatten. Okay. Das ist eine Meldung. Ich gar nichts, ja. Ja, aber ja wirklich nichts Wildes. Ah, oh, klar. Ja, der Baum ist beim Kurven. Jetzt habe ich doch den Hof angefahren. Ich wollte doch nicht den Hof anfahren. Na doch, du wolltest doch erst Weizenlade. Ja, ich muss ja zuerst mal das Brot abliefern. Ach so. Ich dachte, wenn ich mich rechts halte, dann lande ich beim Biergarten, aber ich bin da anscheinend zu wenig rechts gewesen. Okay. Mittlerweile solltest du den Weg eigentlich zum Biergarten kennen. Mhm. Von der Sache her. Ja, ich bin schon da, aber. So, kann ich denn auch schlittern hier? Wow, es geht sogar. Ha! Was treib ich denn wieder? Ich schwenk den Anhänger schon in die Einfahrt rein im Biergarten. Vollgas und die Kurve ziehen. Mir, hm? Ja, das geht wie mir. Ah, umkippen meinst du? Nee, festfahren, also bleib. War ja beim Biergarten. Okay, ja, stimmt. Du hast den vor dem Eingang hast das hingekriegt beim Stein da. Ja. Nicht übelst gerade rückwärts fahren, ohne dass ich den rechten Stein erwische. Okay. Mein Gott, nimm die Kurve, gleich im Führer stecken. So, jetzt geht's. Ich krieg's nicht hin, ey, unglaublich. Boah, das sieht schon aus hier, ey. Ganzen Spuren hier am Boden. Machst du es noch, ja? So, jetzt auskippen. Kohle! Ja. Kommt ein bisschen was rein gerade. So, das war's. Waren 46.000. Mhm. Cool. Na gut, die Frage ist natürlich, schaffen wir es wirklich noch mehr Felder zu bewirtschaften, weißt du? Ja, es ist schon langsam, sind wir halt schon langsam Limit, schon so. Gut, man kann höchstens sagen, man tut halt Sachen anpflanzen, damit man sie hat, wenn man sie braucht. Aber es gäbe ja auch Forsterei, ja? Ja gut, aber das finde ich jetzt auch nicht mit anfangs. Ja. Kommst du ja gar nicht mehr über die Runde, weißt du? Das ist schon so. Wo ist das Weizen wo? Das gibst du das ein Silo zum Abtanken? Weizen, ja. Hofsilo. Müsste da über 100.000 Liter drin sein. Das ist aber jetzt nur unter Durchfahrt, gell? Ja, bei dem Rohr, da ist ein gelbes kleines Viereck auf dem Boden. Du musst runterfahren, dann kannst du jetzt auswählen, was du laden willst. Ach so! Ja, warte mal. Oh, wenn das gut geht. Befüllung starten. Ja, gut. Ja, das war kurze Befüllung. Ja, okay. Das stand ich wirklich darunter. Okay. Ja, wenn du drunter stehst, muss ich schon normalerweise anzeigen. Ja gut, aber wir sind jetzt trotzdem schon am Ende wieder. Trotz Pan und allem haben wir jetzt gut. Ja, 20 Minuten haben wir schon lange wieder.
Aber schon wieder. Naja. Na dann. Ich habe schon wieder echt viel in dieser Session, haben wir viel geschafft eigentlich wieder. Wir haben viele neue Gerätschaften gekauft. Na, so viel jetzt auch nicht. Wir haben was gut Geld ausgegeben. Das schon. Ja. Aber wir kaufen einen Kartoffelamper, einen Traktor und einen Anhänger und... Und, genau. Und 25 Hühner. Genau. Das war das, 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 das ist das Wichtigste, genau, stimmt. Fast hätte mir den Kernpunkt vergessen. Ich habe noch ein Geldbeutel, da kannst du echt mit dem Sattelzug quer durchfahren. Stell dir vor, ich hätte 50 Kälber gekauft oder Rinder oder sowas. Ja, da hätten wir wenigstens was brauchbares am Beißen rausgekriegt. Aber so ein alter Vogel, was kriegst du da schon raus? Ah ja. du hast es schon mitgekriegt, gell? Dass es noch nicht Ostern wird, sondern Weihnachten. Echt? An der Weihnachten versteckt man im Allgemeinen keine Eier, das weiß man auch nicht. Nee, man versteckt Hühner, hast recht. Okay, ich bedanke mich, ich schaue beim nächsten Mal wieder rein und dann hinterlasst du den Pferdemann da. Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr dazu. Ja, ich bedanke mich auch noch fürs Zusehen und hoffe, euch hat es auch wieder gefallen. Und schaltet dann in 2 Tagen wieder ein zu LS15 Multiplayer. Und jetzt mit den letzten Sekunden kippe ich noch ganz schnell das Weizen ab, weil sonst weiß ich nächste Woche nicht mehr, wo ich war. Bin ja okay. Schon hier. Dann tschüss. Tschüss, bis dann.